Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Düsseldorf am Sonntag. Ich darf unseren Trainer Marc Schneider recht herzlich begrüßen. Und Marc, was hat sich personell getan? Und vielleicht kannst du dann auch gleich noch einen kurzen Ausblick auf die Fortuna geben. Personell ist so, dass Dixon Abiyama und Afi Bululu wieder mittrainiert haben. So, das sieht schon relativ gut aus. Auch Marco Meierhöfer ist schon teilweise integriert ins Training, sodass die machen wirklich gute Fortschritte. Und da sind wir sehr positiv, dass wir die in naher Zukunft dann auch alle wieder zur Verfügung haben. Gidi Jung ist wieder bei der Mannschaft, sodass der trainiert zwar noch individuell, aber auch dort geht es immer besser. Ja, Griese, der wird wahrscheinlich ausfallen, so wie es aussieht, bis für Sonntag. Das ist sicherlich ein Wermutstropfen und ein großes Fragezeichen steht noch hinter Jeremy Duziak. So, das ist die personelle Situation. Und dann, ja, die Fortuna, eine sehr ambitionierte Mannschaft, die ja auch keinen Hehl daraus macht, aufsteigen zu wollen. Sie haben ja das auch wieder untermauert diese Woche mit Transfers und dementsprechend ja, wird das ein schwieriges Spiel, nichtsdestotrotz eine riesengroße Herausforderung für uns und die werden und wollen wir uns, der wollen wir uns auch stellen. Vielen Dank für die einleitenden Worte, dann fangen wir an. Nico Gehlef von der Bild war der Erste. Herr Fischer, guten Tag. Fischer, Herr Schneider, Entschuldigung. Sie haben angesprochen, dass wie erwartet leider Sebastian Griesbeck ausfallen wird. Wie gedenken Sie denn, den Ausfall zu kompensieren? Im Pokal war ja eine ähnliche Situation da. Da ist dann Luca Itter in die Innenverteidigung gerückt, Jethro Williams dann auf die linke Abwehrseite. Wie stellt sich das denn für Sonntag dar? Ja, das ist eine von mehreren Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, mit Oli Fobassam so das 1:1 zu ersetzen. Der hat ja auch Einsatz gehabt gegen Karlsruhe, wo er Griese ersetzt hat. Das wäre eine Möglichkeit. Es ist auch die Möglichkeit, aus dem zentralen Mittelfeld Max Christiansen zurückzuziehen. Also es gibt dort so ja, die drei Optionen mit Luca, mit Max und mit Oli. Und ja, am Schluss werden wir uns für eine dieser drei entscheiden. Michael Fischer für die Nachrichten. Können Sie was Genaueres zu der Verletzung von Sebastian Griesbeck sagen? Man hört unterschiedliche Dinge. Wie schlimm ist es? Kommt es tatsächlich von dem Foul oder kommt es doch aus der Wade, weswegen er letztes Mal schon mal Probleme hatte? Wie steht es um ihn und wie steht es um Jeremy Duziak? Was ist da passiert? Bei Jerry ist es so, dass sein Knie Probleme macht diese Woche. Aber auch dort, also ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, was es ist. Und dasselbe ist bei Griese. So, ich bin kein Arzt, ich glaube aber, dass es nichts mit dem Schlag als solches zu tun hat. Vielleicht ist es dann, je länger das Spiel gedauert hat, das kann das einen Einfluss gehabt haben. Es ist auch nicht die Stelle, wo er rausgefallen ist, aber es ist an der Wade und ja, sieht jetzt nicht rosig aus und dementsprechend ja, hoffen wir, dass er trotzdem so schnell wie möglich wieder zurückkommt. Nico, kommen wir wieder zu dir. Sie haben die Ambitionen der Fortuna angesprochen, Herr Schneider. Heißt es dann auch, dass Sie eher abwartend agieren wollen, auf Umschaltmomente setzen oder was bedeutet das für Ihren Matchplan am Sonntag? Das sind sicherlich Überlegungen, die wir uns machen, was am Schluss das Beste ist, wo wir das Gefühl haben, dass unsere Mannschaft sich auch am wohlsten fühlt. Das aber ist sicherlich eine absolut possible Möglichkeit, so dass wir das machen und auch vielleicht ein vermehrt auf Konter uns einstellen. Das ist durchaus möglich. Michael? Wenn man die Mannschaft jetzt über die Woche so verfolgt hat und das Training gesehen hat, auch die Bilder, die es vom Training gab, sah das aus, als ob sehr viel Spaß in der Mannschaft war, als ob sehr viel gescherzt wurde. War das vielleicht das Wichtigste in dieser Woche, so die Freude wieder zurückzubringen in die Mannschaft und auch den gemeinsamen Spaß zu zeigen, dass man eben gemeinsam auch Spaß haben kann? Also, dass wir sicherlich zusammenhalten, das ist ein wichtiger Punkt. Und ja, man kann die Dinge ja so und so anschauen. Man kann die Dinge auch so anschauen, dass wir in drei Spielen nur einmal verloren haben. Zweimal zu Hause eigentlich auch hätten gewinnen können.
So, es ist auch nicht so, dass das bis jetzt alles schlecht war, und das ist auch die Message, die die Gruppe selber aussendet und die wir versuchen auszusenden mit der Gruppe zusammen, mit den Spielern, dass wir, ja, dass wir auch viel Gutes gemacht haben und eben nicht alles schlecht war, und dementsprechend wäre es auch nicht gut, wenn die Stimmung jetzt komplett schlecht wäre, und es ist nicht so, dass wir drei Spiele null Punkte hatten und keine Chance. So sehen wir das definitiv nicht. Und dementsprechend wollen wir auch diese Gruppe fördern und will auch wissen, so von außen wird dir nichts geschenkt. So, und du musst eben auch als Gruppe zusammenhalten, auch in Anführungszeichen Situationen, die vielleicht nicht so einfach sind. Michael? Wir haben in der Vorbereitung über mögliche Formationen gesprochen. Bislang haben Sie eigentlich immer im 4-4-2 gespielt. Inwiefern sind denn auch andere Dinge denkbar mit dem Kader? Kann man sich ja auch andere Formationen vorstellen, wie ein 4-2-3-1? Oder sagen Sie, der Kader gibt weiterhin vor allem dieses System her, mit der Raute zu spielen? Nein, da gebe ich Ihnen absolut recht, dass das eine Option ist, auch mit Doppel-6 zu spielen. Ob das dann flach ist, ob das 4-2-3-1 ist. So wir haben die Spieler dazu. Und dementsprechend, wir haben ja auch in der Vorbereitung Ludo Goretzka als Beispiel auch 4-4-2 flach gespielt. So, das ist sicherlich, und das sind Überlegungen, die angestellt werden, und dass auch die Mannschaft das umsetzen kann und schon bewiesen hat, dass sie das kann. Das wäre dann auch nichts Neues, wenn wir dann wirklich etwas ganz komplett Neues machen würden, dann wäre das eher schwierig. Also das ist mein Gefühl, aber das haben wir in der Vorbereitung schon praktiziert. Dementsprechend ist das immer wieder oder überlegt man sich das immer wieder. Martin Morawetz, dpa. Hallo Herr Schneider, Sie haben ja schon angesprochen, was die Fortuna... Martin, du müsstest bitte nochmal wiederholen. Da war jetzt das Netz, glaube ich, nicht ganz stabil. Wir haben dich nicht mehr gehört. Ist es jetzt besser? Ja. Herr Schneider, Sie hatten vorher schon angesprochen, was die Fortuna für Möglichkeiten hat. Was erwarten Sie denn spielerisch und taktisch von der Mannschaft? Also Sie haben sicherlich große Möglichkeiten. Sie haben noch ein schon breites Kader, schon große Qualität in diesem Kader. Und die haben sehr flexibel, sie haben in Sandhausen mit einer Dreierkette angefangen, sie haben dann zu Hause auch wieder 4-4-2 gespielt. So, da ist relativ viel möglich mit diesem Personal, und wir müssen uns für alle diese Eventualitäten auch einstellen und bereit sein, dass wir, falls oder wenn du dann merkst, okay, es ist so und so, dass die Jungs wissen und klare Abläufe haben gegen eine Dreierabwehr oder eben dann gegen eine Viererabwehr. Das ist natürlich ja, sind sie dort so schon sehr, sehr flexibel. Michael? In dieser Woche haben wir mit Nathanas Zebrauskas und Maximilian Dietz auch zwei Spieler aus der U23 reingeschnuppert. Dietz als Sechser wäre vielleicht prädestiniert für den Kader, wenn Max Christiansen zurückrückt, so in einem Gedankenspiel. Oder sind die beiden nur da gewesen, um mal reinzuschnuppern, und das sind beide keine Optionen für den Kader? Nein, es sind beides Optionen fürs Kader. Nathanas macht das sehr gut als Außenverteidiger. Und dort wollen wir die Jungen ja auch immer wieder daran heranführen. Wir haben auch diese Woche noch mehr Junge im Training gehabt, weil wir einfach diesen Zusammenschluss, beziehungsweise dass die Jungs aus dem NLZ auch sehen, okay, wo stehe ich, die Top-Talente ja, im Vergleich mit den Profis, das ist unser Ziel, sie auch daran hinzuführen, und Maxi Dietz ist auch eine Möglichkeit, dass der Innenverteidiger spielen kann, und dementsprechend hat er die Woche bei uns mittrainiert, weil wir einfach auf diese Position nicht quantitativ gut bestückt sind. Das ist noch eine Meldung, dann Michael. Man darf ja Daten im Fußball nicht überbewerten und vor allem nicht die Laufleistung, weil da ja viele Dinge reingezählt werden. Wenn man jetzt so die letzten Spiele sieht, ist Ihre Mannschaft meist weniger gelaufen als der Gegner und auch weniger als in den letzten beiden Jahren. Können Sie sich das irgendwie erklären, woran das liegt? Das haben wir natürlich thematisiert, und wenn du die Werte aus der Vorbereitung angeschaut hast, dann bedeutet das, die Jungs können das laufen. Es kommt auch immer auf den Spielverlauf darauf an, wenn du gegen einen tiefstehenden Gegner viel Ballbesitz hast, dann läufst du vielleicht in der Tendenz weniger, dann kommt es auch immer darauf, wie ist der Spielfluss, dann machen die effektive
Spielzeit und die war in den letzten beiden Spielen schon sehr tief und dementsprechend machst du dann auch weniger Meter. Das muss man alles ein bisschen berücksichtigen. Es ist nicht immer so, dass 90 Minuten 90 Minuten sind. Und dementsprechend sind wir uns schon bewusst, dass wir offensiv oder beziehungsweise ohne Ball schon mehr Optionen schaffen wollen müssen. Das war sicherlich ein Thema, das wir mit der Gruppe besprochen haben. Eine noch, Michael? Letzte Frage, auch eine personelle. Jethro Willems hat gegen Kiel gespielt, fand ich auch sehr gut. Und zuletzt dann, außer beim Pokalspiel, gar keine Rolle mehr gespielt, auch nicht mehr eingewechselt worden. Hat er irgendwelche gesundheitlichen Probleme? Ist er angeschlagen oder hat er das nur Leistungsgründe? Nein, er ist nicht angeschlagen. Also einfach, er hat natürlich gewisse gesundheitliche Probleme immer wieder gehabt mit dem Knie. Das ist aber im Moment kein Thema. Aber Luca macht das grundsätzlich sehr solide und sehr gut. Und dementsprechend hat er im Moment die Nase vorne, was nicht bedeutet, dass Jethro keine Möglichkeit mehr hat, um zu spielen. Martin, kommen wir zu dir. Ich hoffe, man hört mich jetzt gleich. Wunderbar. Ja. Sehr gut. Gegen Karlsruhe hat es vereinzelt Pfiffe gegeben und Rashid Asusi hat dann in einer Geste Finger auf die Lippe gelegt. Martin, jetzt bist du wieder weg. Ist das jetzt besser? Bis zur Lippe habe ich verstanden. Hört man mich jetzt besser? Oder wieder? Wieder. Genau. Finden Sie, dass das Umfeld zu ungeduldig ist? So, was heißt ungeduldig? Man muss einfach die ganze Situation auch realistisch einschätzen und einfach wissen, dass man weder den Kader aus der zweiten Bundesliga, die aufgestiegen ist, weder noch den Kader, der in der ersten Bundesliga gespielt hat. Man hat praktisch eine neue Mannschaft zusammengestellt mit irgendwo 6, 7, 8 U20 bzw. U19 Spieler dazugeholt. Wenn man die Anzahl zweite Bundesliga-Spiele anschaut im Vergleich mit allen anderen Mannschaften, dann ist Magdeburg, glaube ich, noch tiefer als wir. Und dann kommen schon wir. Also das bedeutet, man hat auch nicht so viele Zweitliga-Erfahrungen im Kader. Und deshalb, ich verstehe die in Anführungszeichen Ungeduld, dass man seit, ja, der Kollege Fischer hat es ja letzte Woche schon gesagt, seit Februar nicht mehr gewonnen hat. Und deshalb lächzt nach Siegen, dann geht man runter von der ersten Bundesliga in die zweite Bundesliga und dann hat das Gefühl, okay, das geht einfach, ja, man gewinnt wieder. Man hat aber nicht die eingespielte Mannschaft, die es geschafft hat, aufzusteigen. Das hat auch über 2,5 Jahre oder 2 Jahre gedauert, bis man eine Mannschaft so hingekriegt hat, dass sie dann die Möglichkeit gehabt hat, aufzusteigen. Und dementsprechend braucht es einfach eine gewisse Zeit, eine gewisse Geduld, um dann wieder eine Mannschaft zusammenzubauen und dementsprechend aufzubauen. Und das ist vielleicht ein bisschen der Punkt, den man außer Acht lässt, dass man das Gefühl gehabt hat, man geht runter von der ersten Liga in die zweite Liga, also muss man sofort funktionieren. Und ganz viele Stammspieler aus der ersten Bundesliga sind weg. Das hat einige dabei, die immer noch da sind, auch auf dem Aufstiegsjahr, aber auch wenn man dort die Mannschaft schaut, dann sind ganz viele Spieler weg. Und es ist einfach so, dass das eine gewisse Zeit braucht. Und wir hier etwas Neues aufbauen, und aufbauen. Ich weiß nicht, wie Sie, falls Sie einmal ein Haus gebaut haben, ob Sie das innerhalb von 2 Wochen aufgebaut haben. So, das funktioniert nicht. Und dementsprechend wissen wir, wie die Situation ist. Und ich appelliere da ein bisschen an den gesunden Menschenverstand, einfach zu wissen, was ist möglich in welcher Zeit. Und um das geht es mir und nicht, ich verstehe doch die Ungeduld und ich verstehe doch, dass jeder Fan unbedingt gewinnen will und lächzt danach, wieder Siege im Ronhof zu feiern oder dementsprechend dann auswärts zu feiern. Und dass da irgendwo ein bisschen die Nerven, ja, mitspielen und dann der Unmut auch geäußert wird, das ja, ist so, wie es ist. Wir wissen einfach, auf welchem Weg wir sind und wir wissen auch, was möglich ist und diesen Weg gehen wir. Alle gemeinsam innerhalb des Vereins. Und
da ist unheimlich viel Potenzial in dieser Mannschaft und wir müssen es einfach jetzt schaffen, dieses Potenzial dann über eine gewisse Zeit dann auch auszuschöpfen. Und die Jungs haben bewiesen, dass sie das können. Nichtsdestotrotz braucht das einfach eine gewisse Zeit und dementsprechend, ja, das sind die normalen Dinge, wie eine Fußballmannschaft einfach funktioniert. Michael, eine nochmal letzte Frage. Ja, ich stelle sie gleich beide. Sie haben jetzt Jetro Willems vorhin angesprochen als Linksverteidiger. Das heißt, es ist keine Option, dass er vorne spielt, weiter vorne im Mittelfeld, was er in der Vorbereitung schon mal gemacht hat? Ja, es ist grundsätzlich eine Option, aber sicherlich nicht die erste. Okay. Und zu Ihrer Aussage gerade mit dem Kader. Diese wenigen Spiele rühren natürlich daher, also diese wenigen Zweitligaspiele rühren natürlich daher, dass man sehr viele junge Spieler dazugeholt hat. Mal kurz das Mikro weg. Es ist ja schon so, dass 8 oder 9 Spieler aus der Startelf der letzten Wochen auch in der Bundesliga so zusammengespielt haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft ist, die sich erst finden muss, sondern die hat sich ja wahrscheinlich schon gefunden und hat auch schon besser Fußball gespielt. Ja, also wir könnten jetzt gemeinsam die ganze Mannschaft durchgehen. So, es gibt dann schon viele neue und dann, wenn du dann die ersten 11, dann kommt ja auch noch die Bank dazu. So dementsprechend hast du dann schon sehr viele neue Spieler dabei und Spieler gehabt, wie Simon Aster, der nicht viel in der Bundesliga gespielt hat. Und dementsprechend ja, braucht es einfach eine gewisse Zeit. Und eine Mannschaft sind nicht 8 oder 9 Spieler, sondern sind irgendwo um die 20, 25 Spieler. Und da muss alles ein bisschen zusammenpassen. Und es geht eben nicht nur um 8 Spieler. Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die nur mit 8 oder 9 Spielern funktioniert. Ich glaube, Sie wissen, auf was ich raus will. Dann vielen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Allen einen angenehmen Freitag und den Kollegen, die mitfahren, am Sonntag dann ebenfalls eine gute Anreise. Bis dann. Danke.